Der Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den Schulen steht bei diesen digitalen Unterstützungsmaßnahmen ganz oben auf der Agenda. Um die Nutzung von WLAN im Unterricht flexibel zu gestalten, hat die LHM Services in kurzer Zeit 2000 LTE-Router an die Bildungseinrichtungen geliefert. Bürgermeisterin Verena Dietl hat dem Leon-Feuchtwanger-Gymnasium nun den 2000. LTE-Router für die Bildungseinrichtungen persönlich überreicht. Wir brauchen eine gute Infrastruktur, wir brauchen eine gute Internetverbindung an den Schulen und natürlich die technischen Geräte. Und dieses Ziel haben wir uns als Stadt München auch fest vorgenommen, dass unsere Schulen hier gut ausgestattet sind. Es ist nicht überall möglich, WLAN fest zu installieren und viele Schulen haben diese Festinstallation auch nicht. Und die Festinstallation dauert auch eine gewisse Zeit, bis man sie bauen kann, einrichten kann und so weiter. Und deswegen gibt es einen mobilen Router, der im Grunde genommen einfach an die Steckdose angesteckt wird und man kann sich dann mit dem Internet verbinden. Wir sind relativ gut aufgestellt. Der Stadtrat hat sehr viel Geld freigegeben für die Beschaffung von Hardware und jetzt durch die zunehmende Ausstattung mit WLAN sind natürlich die Schulen auch in der Lage, die Hardware tatsächlich zu nutzen und den Unterricht zu digitalisieren. Die weiteren Schritte der digitalen Unterstützungsmaßnahmen sind der Ausbau von weiteren 50 Schulen mit fest installierten WLAN-Routern in den Klassenzimmern. Das Zukunftsprogramm ist eines der bundesweit größten IT-Projekte im Bildungsbereich, mit dem Ziel, in den nächsten Jahren eine umfassende, moderne Bildungs-IT zur Verfügung zu stellen. Die Schulen können sich also auf weitere Modernisierungsschritte durch die LHM-Services freuen. Hinten in dieser nächsten Fensterreihe